Unser Reiseziel ist Kroatien, genauer gesagt die kleine Insel Losny. Wie wir dorthin gefahren sind und welche Stellplätze wir genutzt haben, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir waren auf der Messe in Düsseldorf und so verlassen wir am 4. September, das ist ein Sonntag, die Messe und es geht Richtung Süden. Unser erstes Ziel ist ein Stellplatz, nicht ganz weit entfernt von Stuttgart. Dort gibt es eine kleine Stadt, die heißt Nürtingen und die haben einen Stellplatz, den wir gerne nutzen wollen. Wir suchen bei solchen Reisen in erster Linie Plätze, die in der Nähe der Autobahn sind und sie sollten zweckmäßig sein. Wenn sie so wie in diesem Fall auch noch schön sind, dann freuen wir uns natürlich. Der Stellplatz liegt von der Autobahn 8 nur wenige Kilometer oder sehr wenige Kilometer entfernt, also daher als Etappenplatz gut zu nutzen. Der Platz ist kostenpflichtig, kostet 7 Euro pro Nacht. Es gibt eine End- und Versorgung, Strom gibt es auch, Strom und Frischwasser sind kostenpflichtig. Von oben sieht man, es ist ein großer Platz, in der Mitte ist der Festplatz, außen herum sind die angelegten Stellplätze. Die Plätze sind geschottert und zwischen den einzelnen Plätzen ist jeweils eine kleine Grünfläche. Dieser Stellplatz liegt nicht weit entfernt vom Neckar. Es hätte sich bestimmt gelohnt, hier noch ein, zwei Tage zu bleiben. Wir haben leider keine Zeit. Wir haben einen Termin in Kroatien. In unmittelbarer Nähe des Stellplatzes gibt es ein Restaurant, ein italienisches Restaurant. Wir haben uns dort eine Pizza geholt. Am nächsten Morgen, wir haben gut geschlafen, stehen jetzt auf der Entsorgung und ja, entsorgen nochmal, tanken Frischwasser, sodass wir mindestens 3 Tage damit hinkommen und dann soll es weitergehen zu unserem nächsten Etappenziel. Unsere nächste Etappe ist etwa 320 Kilometer lang. Unser Ziel ist ein Wohnmobilstellplatz beim Bauernhof Steiner. Das ist in der Nähe vom Chiemsee. Wir haben auch diesen Stellplatz gewählt, weil er recht nah an der Autobahn A8 liegt. Wir haben Montag, den 5. September und wir haben schönes Wetter, so wie man sieht. Umso näher wir Richtung München kommen, umso stärker wird der Verkehr. Wir sind inzwischen auf der A99, Umfahrung München. Hier hat es uns erwischt, ein Stau. Die Autobahn ist beidseitig gesperrt. Irgendwelche wichtigen Leute müssen die Autobahn nutzen. Naja, und dann steht der gesamte Verkehr und wir haben eine Stunde gewartet hier. Es dauert dann lange, bis der Verkehr wieder so richtig fließt und wir verlieren viel Zeit hier. Hatten wir nicht mit gerechnet, wir hatten gehofft, wir sind am frühen Nachmittag da. Das wird jetzt nichts mehr. So ist es inzwischen nach 16 Uhr und wir verlassen jetzt die A8 in Richtung Reit im Winkel. Wir hatten uns den Stellplatz Bauernhof Steiner bei verschiedenen Apps angesehen, waren schöne Fotos, sah alles gut aus und so hatten wir auch gehofft, dass wir da ohne Probleme einen Platz bekommen, denn der Stellplatz ist recht groß, ich glaube er hat insgesamt 50 Parzellen. Wir hatten ja auf der Fahrt mehrere Staus, so waren wir auch schon leicht genervt, als wir dann so hier in die Straße zum Stellplatz einbiegen. Und so kam es dann noch, wie es kommen musste. Wir kommen auf dem Stellplatz an und alles ist reserviert. Es gab viele freie Plätze, aber sie waren alle reserviert. So haben wir uns dann unsere App hergesucht und nach einem neuen Stellplatz oder einem anderen Stellplatz Ausschau gehalten. Dazu hat uns ein Nachbar noch geholfen und haben dann einen Platz gefunden, der nochmal 13 Kilometer weiter entfernt war von der Autobahn wie dieser hier. Somit habe ich ja auch keine Aufnahmen mehr gemacht. Man sieht aber so, das sind große geschotterte Plätze. Alles da, was man braucht, auch Toilette und Dusche.
Es gibt ja noch weitere Stellplätze dort in der Region. Ich habe dann bei 2, 3 angerufen. Ich hatte Glück, bei einem Platz habe ich gleich jemanden am Telefon gehabt und ich bekam grünes Licht. Das heißt, sie hatten freie Plätze. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht nach Litzelau. Das ist etwa 13 Kilometer weiter entfernt von der Autobahn. Es handelt sich um den Campingplatz Litzelau. Dieser Campingplatz hat etwa 20 Plätze vor seinem eigentlichen Campingplatz, die man für eine Übernachtung nutzen kann. Für uns eigentlich nicht so günstig, da er doch relativ weit von der Autobahn entfernt ist. Und so müssen wir noch mal ein Stück Landstraße hier fahren und kommen dann hier auf der Zufahrt zum Campingplatz an. Die Zufahrt zum Platz führt uns über eine Brücke, aber es scheint keine Tonnenbegrenzung zu geben. Ich hatte mich vorher am Telefon schon erkundigt, was der Platz kostet. Er kostet 17 Euro inklusive Strom und Nutzung der sanitären Anlagen. Es handelt sich um einen einfachen, geschotterten Platz. Es gibt eine Parzellierung. Man sieht das hier auf dem Asphalt. Da sieht man weiße Striche. Das ist die Einteilung der einzelnen Plätze. Wir haben uns dann auf eine Parzelle hingestellt und dann eine Flasche Bier aufgemacht und uns erstmal entspannt. Und dann ging es zur Anmeldung in die Rezeption vom Campingplatz. Die Anmeldung ist recht problemlos. Die wichtigsten Daten werden notiert. Man zahlt seine Platzgebühr von 17 Euro und so kann man am nächsten Morgen so weiterfahren. Es gibt die Möglichkeit, die Toilettenkassette zu entleeren hier auf dem Platz. Einen Bodeneinlass habe ich nicht gefunden. Allerdings hier direkt neben unserem Mobil ist ein Wasserhahn, wo man Wasser zapfen konnte. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf den Campingplatz. Auch hier stehen Wohnmobile und Wohnwagen natürlich. Ich gehe davon aus, dass der Campingplatz etwas teurer ist als der Stellplatz, weiß es allerdings nicht genau. Auf dem Campingplatz gibt es natürlich auch ein Sanitärgebäude. Das sah von außen aus, als wenn es in die Jahre gekommen wäre. Aber innen drin war ich ganz schön überrascht. Alles sauber und ordentlich und wenn man morgens duschen ging, hatte man gleich einen schönen Blick in die Landschaft. Waschmaschine und Trockner gibt es hier auch. Auch eine Sauna habe ich hier gesehen. WLAN ist auch vorhanden, haben wir allerdings nicht genutzt, deshalb kann ich darüber nichts sagen. Ich habe gesehen, dass der Platz auch die AXI-Card nimmt, also wer den Campingplatz nutzen möchte. Und der Platz hat auch im Winter geöffnet. Es gibt auch ein Restaurant auf dem Platz, das war allerdings geschlossen während unseres Aufenthalts. Nach einer ruhigen Nacht ging es dann am nächsten Morgen erstmal wieder Richtung Autobahn, Richtung A8. Unser nächstes Ziel ist ein Stellplatz in Slowenien, kurz vor Ljubljana. Bis dahin sind es wieder etwas mehr als 300 Kilometer und dieser Platz liegt auch sehr verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahn. Dabei durchfahren wir natürlich Österreich und da braucht man natürlich eine Mautbox und da stelle ich jetzt mal kurz unsere neue Maut 1 vor, die wir seit einiger Zeit haben und jetzt das erste Mal nutzen. Man könnte natürlich weiterhin die Go-Box nutzen, aber wir haben uns für diese Box entschieden, ganz einfach, weil sie für weitere Länder nutzbar ist. So zum Beispiel auch Frankreich und Spanien und auch Portugal und Italien sind dabei. Das Ganze hat natürlich zusätzliche Kosten, das heißt, man zahlt eine Jahresgebühr von 75 Euro für die Box und auf die Maut kommen jeweils 5% noch oben drauf. Ich habe die Box in der Frontscheibe vorne im unteren Bereich in der Mitte angebracht und so können wir jetzt ganz in Ruhe nach Österreich auf der Autobahn reinfahren.
Beim Durchfahren einer Mautbrücke hört man ein leichtes Piepen, einen Piepton. Damit signalisiert die Box, dass alles in Ordnung ist. Der Vorteil bei so einer Box ist, man braucht an keiner Mautstation mehr anhalten. Man kann dort, wo die LKWs durchfahren, auch mit seinem Wohnmobil dann durchfahren. Wie ich aber gesagt habe, sowas kostet Geld, muss man nicht haben. Man könnte jetzt auch weiterhin mit der Go-Box fahren oder, wenn es in anderen Ländern ist, mit der entsprechenden Box für die anderen Länder oder teilweise ganz ohne Box muss man überhaupt nicht haben. In den Ländern so wie Frankreich, Spanien oder Italien kann man weiterhin sein Ticket ziehen und am Ende, wenn man die Autobahn verlässt, einfach zahlen. Wir sind in Österreich ja die Strecke Salzburg-Villach gefahren und kurz hinter Villach kommt die Grenze nach Slowenien und auch hier brauchen wir wieder eine Box für die Maut, die DasGo-Box. Und dazu fahre ich jetzt hier auf die Tankstelle. Die Box habe ich schon, die habe ich schon vor einigen Jahren mir bestellt und habe die auch schon mal genutzt gehabt. Aber ich müsste jetzt hier wieder einen Geldbetrag aufbuchen, damit ich die Autobahn in Slowenien nutzen kann. Man hätte das Ganze auch online machen können. Ich habe es versucht, aber nicht so schnell hingekriegt. Insofern fahre ich jetzt hier auf die Tankstelle tanken, möchte ich ohnehin. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, die Go-Box nicht, sondern die DasGo hier dort einen Betrag aufzuladen und auch gleich zu fragen, was es jetzt kostet, wenn ich jetzt durch Slowenien fahre. So kann ich den entsprechenden Betrag aufbuchen. In der Tankstelle habe ich dann dort bei der Bedienung gefragt, was es mich kostet, einmal durch Slowenien durch Richtung Kroatien. Und da hat man mir dann gesagt, ca. 40 Euro. So habe ich 50 Euro aufgebucht und das muss ich zahlen für ca. 190 Kilometer durch Slowenien. Das muss ich vielleicht noch erwähnen, eine Mautbox brauchen nur Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Das gilt in Österreich, das gilt in Slowenien und in anderen Ländern teilweise auch. Wir haben jetzt in Slowenien die Autobahn verlassen und sind jetzt auf der direkten Anfahrt zum Stellplatz, den wir nutzen möchten. Der Stellplatz liegt am Rande eines Gewerbegebiets. Das wussten wir vorher, das hatten wir uns vorher auf der Karte genau angesehen. Somit sind wir dann nicht enttäuscht, wenn wir hier jetzt diesen Platz anfahren. Hier gibt es ein Schrankensystem, das mussten wir auch erstmal durchschauen. Das heißt, man muss hier vor der ersten Schranke, die normalerweise unten ist, stehen bleiben und sich ein Parkticket ziehen. Dann fährt man weiter bis vor diese zweite Schranke, die wir jetzt gleich hier sehen werden, auf der linken Seite. Und die öffnet sich erst, wenn man mit dem Parkschein kommt. Daneben ist eine Möglichkeit, die einzuscannen, das Parkticket. Und dann öffnet diese Schranke sich und man kann den Platz befahren. Wenn man den Platz wieder verlassen möchte, dann geht man vorher zum Parkautomaten, bezahlt die Platzgebühr und kann dann mit dem Ticket die Schranke wieder öffnen. Wir haben uns ganz außen hingestellt und ein schattiges Plätzchen gesucht und gefunden, denn wir haben Temperaturen von über 30 Grad. Da freut man sich, wenn man im Schatten steht. Strom haben wir auch angeschlossen. Wir brauchten nicht unbedingt Strom, aber der ist hier im Preis enthalten. Der Platz ist ganzjährig nutzbar und kostet 16 Euro in 24 Stunden. Eine großzügige End- und Versorgung gibt es auch. Auch Frischwasser kann man hier zapfen. Auch das Wasser ist nicht kostenpflichtig, ist in der Stellplatzgebühr enthalten. Wir haben hier gut geschlafen. Man hört etwas in der Nacht, die Autobahn, leichtes Rauschen. Die Autobahn ist nicht sehr weit entfernt. Und in den Morgenstunden hört man natürlich von der vorbeiführenden Straße den Pkw-Verkehr. An unserem heutigen Tag haben wir etwa 170 Kilometer bis zur Fähre und dann geht es auf der Insel Kres weiter. Oder Sres spricht sich das, glaube ich, richtigerweise. Wir haben jetzt Kroatien erreicht und müssen hier für einen Autobahnabschnitt Mautgebühr bezahlen. Die kann man in Kuna bezahlen, der Landeswährung, aber auch in Euro. Wir fahren jetzt in Richtung Rijeka, Opatija und kommen dann auf die Halbinsel Istrien.
Von da aus geht's dann mit der Fähre rüber zur Insel Sres. Diese Fährverbindung zu nutzen, das war nicht unsere beste Entscheidung. Es hätte auch eine andere Möglichkeit gegeben, über die Insel Krik und dann mit der Fähre nach Sres rüber. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich werde in einem weiteren Video über unsere Fährverbindung berichten und über die Fahrt auf der Insel Sres. Aber das alles in einem weiteren Video, was ich ja demnächst veröffentlichen werde. Ich sage erstmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.